Ja, Stefan, wir haben noch einen Brief hier vom Hauptzollamt in Braunschweig. Ich glaube, unser Malibu wird endlich erwachsen. Darf ich ihn aufmachen? Ja. Muss man ja fragen. Nicht, dass es dann heißt, hier, ich mache irgendwie die Briefe auf. So, was wollen Sie denn? So, also ist auf jeden Fall unser Kennzeichen. Hier steht was von 778 Euro Steuern. Ich denke, wir bezahlen 240 Euro. Halt, stopp! Damit euch so etwas nicht passiert, haben wir ein paar wertvolle Informationen und zwar gleich nach unserem Intro. Ja, das war eine Überraschung, sage ich euch. Also als erstes, falls ihr irgendwie rum anfangen zu diskutieren, ja, die Goldene Himbeere wird an uns verliehen für die schlechteste Schauspielerei, die es je gegeben hat. Wir sind ja auch keine Schauspieler. Das vorneweg. Jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema, weil nicht nur wir davon betroffen sind, sondern tatsächlich auch andere Malibu-Fahrer, aber auch andere Camper allgemein. Da ist wohl einiges in letzter Zeit schief gelaufen und darauf wollen wir euch einfach hinweisen. Deshalb heißt das Video das Wohnmobil richtig zulassen, Genau. weil das kann richtig teuer werden. Oh ja. Ne? Also wir haben jetzt hier unser Steuerbescheid, unseren alten Steuerbescheid, 778 Euro Jo, da denkt man erstmal Halleluja. statt wie viel? Normalerweise 240, ne? 240. Das ist bei einigen sogar noch teurer, gerade wenn sie die 180 PS Maschine und wenn sie über 3,5 Tonnen sind, dann haben wir mal teilweise 800 bis 1000 Euro Steuern. Ich glaube nur, wenn du über 3,5 Tonnen bist. Ansonsten ist es, glaube ich, Auf jeden gleich, Fall, weil das ein Wohnmobil ist. es waren verschiedene Begriffe und ja, 1000 Euro statt 240 Euro, das ist ein himmelweiter Unterschied. Ja, wie es eigentlich dazu gekommen ist, wollen wir euch in diesem Video ein bisschen erklären. Und vor allen Dingen, wo ihr drauf zu achten, also wo ihr drauf achten solltet, damit euch das nicht passiert und damit der Wagen bei euch gleich richtig angemeldet ist. Genau, wir haben unser Fahrzeug gelassen. Zulassen lassen. Genau, so. Das ist Also, ein ja. schwieriger. Also es hat jemand für uns den Wagen zugelassen, und zwar das Autohaus. Die haben auch gleich gesagt, das ist denen noch nie passiert. Und ich sag mal, wir haben noch eine Anekdote, das wird dann so zum Schluss gebracht. Der Fehler wird denen auch nie wieder passieren. Das Das glaube ich können auch. wir definitiv sein. Es ist wirklich wichtig, dass ihr auf etwas achtet, wenn ihr die Zulassungsbescheinigung Teil 2 oder euren Zulassungsbescheinigung Teil 1, je nachdem, ob das jetzt bei der Genau. Bank liegt oder Also so. Fahrzeugbrief oder Fahrzeugschein. Genau, das ist wichtig. Es ist aber in beiden Sachen dasselbe, ist dieselbe Nummer. Und ihr müsst einfach bei diesem darauf achten, in der Spalte J muss definitiv M1 stehen. Und ganz wichtig, in der Spalte 4 darf nicht AF stehen, es muss SA stehen. Genau, wofür diese Abkürzungen stehen, werden wir euch mal kurz erläutern. Genau. AF steht nämlich für Mehrzweckfahrzeug. Damit bleibt es ein ganz stinknormaler PKW. Genau, also wir hatten im Endeffekt eine PKW-Zulassung, ganz klare Sache. Auch im Fahrzeugschein stand dann PKW oder Personenkraftwagen. Genau. Und wenn da SA steht, ist es klassisch für Wohnmobil. Das sind die Aufschlüsselungen einfach und klar, jeder kann da erstmal im ersten Moment nichts mit anfangen und da achtet auch keiner drauf. Aber im Fahrzeugbrief und im Fahrzeugschein steht dann das Richtige oder das Falsche drin. Genau, da müsst ihr zwingend drauf achten, wenn ihr die Unterlagen bekommt, schaut danach, ob da wirklich steht, also bei Bezeichnung und Fahrzeugklasse und des Aufbaus, da muss Wohnmobil drin stehen oder halt A des Richtig. Aufbaus SA. Ist das nicht, bekommt ihr ein paar Tage, Wochen böse Überraschung vom Amt. Und dann müsst ihr leider auch nochmal zum Amt, denn das sind immer zwei Wege. Logischerweise kann man nicht einfach telefonisch das ummelden. Leider Genau. geht das nicht. Wir wissen, bei uns liegt die Schuld, und das sagen wir mit vollem Verständnis, dass wir wirklich auch Schuld sagen, bei Malibu. Genau. Malibu hat das Fahrzeug von Grund auf falsch zugelassen in der Erstzulassung. Auch die COC-Bescheinigung. Die hat bei der Zulassung als erstes noch nicht wirklich
was damit zu tun. Trotz allem wird diese schon falsch zugelassen. Wir haben auf der Rückseite falsch ausgestellt auch. Sind viele Informationen. Da steht nämlich bei 88 Codes auf was AF. Und nur hier unten, in der letzten Spalte, bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung, da steht das SA für Wohnmobil. Das reicht nicht aus. Das letzte ist das Problem. Das sieht das Amt nicht richtig. Das heißt, sie nehmen den Bereich, also die 38 war es, genau. Die 38. Code des Aufbaus. Genau, und Code des Aufbaus. Und das nehmen die als Grundlage für die Zulassung. Genau, da kann AF ruhig stehen, aber es muss dahinter das SA stehen. Das ist wichtig. Wir haben nachgefragt. Wir haben nämlich bei anderen Malibu-Fahrern mal nachgefragt, ganz speziell Iris und Uwe. Die haben mal nachgeschaut. Bei denen ist es richtig. Wir haben bei deinen Schwiegereltern. Genau, bei meinen Eltern nachgeschaut. Auch dort, nämlich bei Knaus in der Abteilung. Also Weinsberg Pfeffer ist das in dem Fall, aber Knaus ist ja der Hersteller sozusagen. Und auch dort steht SA drin und nicht AF. Genau, und das ist so wichtig. Also gerade wenn ihr das Fahrzeug selber zulasst, wenn die Grundunterlagen falsch sind, dann müsst ihr euch sofort an euren Händler wenden und die müssen sich dann natürlich an den Hersteller wenden, weil ihr werdet keine Chance haben, daran zu kommen. Also das Amt wird auf jeden Fall euch da eine Menge Hürden in den Weg setzen, bevor ihr dann wirklich die Wohnmobilzulassung haben wollt. Also ihr braucht doch mit dem Wohnmobil nicht vor der Tür fahren und sagen, hier, das ist doch ein Wohnmobil. Es ist ganz klar, dass es ein Wohnmobil ist, keine Frage. Also das ist auch bei uns ganz klar. Wir hatten auch unsere ganzen Abnahmen für das Gas und so weiter und auch diese Herd und alles, was da eingebaut ist. Das interessiert das Amt nicht. Wenn das da drinnen steht, dann ist das ein Problem. Wenn die Grundunterlagen falsch sind, dann werdet ihr eine böse, böse Überraschung haben. Das wollten wir euch auf jeden Fall gesagt haben. Das ist wirklich wichtig für euch, dass ihr wisst, wenn ihr die Zulassungspapiere bekommt, auch das COC. Es ist nicht nur Malibu, aber bei Malibu ist es jetzt vermehrt aufgefallen. Deshalb auch sagen wir es auch hier ganz explizit, dass es hier um Malibu handelt. Achtet darauf, es muss in den Grundunterlagen, die ihr bekommt, um das Fahrzeug zuzulassen, muss da schon drinstehen, dass es ein Wohnmobil ist. Es muss bei A des Aufbau unbedingt das SA drinstehen. Sonst werdet ihr richtig, richtig überrascht sein und eine richtig teure Rechnung bekommen. Und das müsst ihr auch erstmal bezahlen. Und das heißt auch nicht nur erstmal bezahlen, sondern bis zu dem Zeitpunkt, wo ihr das Ganze umgemeldet habt, diese Kosten müsst ihr komplett bezahlen. Da wird nichts hinterher nochmal zurückgerechnet oder sowas, das gibt es nicht. Sondern es ist halt wirklich tagesgenaue Abrechnung und von dem Zeitpunkt, bis ihr das zweite Mal umgemeldet habt, habt ihr halt die und die Kosten dann, bei uns waren es jetzt so 1,5 Monate und die werden wir halt auch dafür zahlen müssen. Ist einfach so. Genau, weil weder das Amt, also weder die Zulassungsstelle noch das Finanzamt haben in dem Moment einen Fehler gemacht. Der Fehler lag im ersten Moment beim Hersteller, zweiten beim Händler. Und im dritten eigentlich bei uns, weil wir es auch nicht kontrolliert haben, nämlich bei der Fahrzeugübergabe. Genau, das wissen wir jetzt und damit ihr diesen Fehler nicht macht, schaut da mal nach. Dieses Video. Jetzt kommen wir zu einer Anekdote. Das heißt, wenn ihr die nicht mehr hören wollt, könnt ihr gerne abschalten. Danke, dass ihr das Video geschaut habt. Jetzt kommt aber noch eine Anekdote. Also ich muss sagen, mir tat der Händler auch ein bisschen leid. Ja. Also er dachte ganz schnell, das ist eine kurze Sache. Wir haben ihn schon vorab informiert. Ich habe auch noch beim ADAC nachgefragt. Die haben sogar zurückgerufen, haben also nochmal explizit das bestätigt, dass dort der Hersteller bzw. in dem Fall auch der Händler nicht drauf geachtet haben oder da einen Fehler gemacht haben. Bei uns beim Händler können wir sagen, ja, das ist halt noch nie vorgekommen. Das ist halt neu, was Malibu da wohl ausstellt. Also da sind halt einige Problemchen da. Und es ist nicht nur unser Händler, weil man gerne auf unseren Händler manchmal schimpft. Nein, es sind auch bei anderen Händlern. Und auch die achten da nicht drauf, weil sie einfach gar nicht das kennen. Also es ist scheinbar auch erst seit, weiß ich nicht, diesem Jahr oder irgendwie sowas. Genau können wir das jetzt auch nicht sagen, ab wann das ist. Aber es gibt auf jeden Fall die COC-Dokumente, einige, die da falsch auf jeden Fall ausgestellt sind. Die falsch ausgestellt sind und halt auch die Erstbescheinigung. Weil jedes Fahrzeug hat ja schon eine Bescheinigung, bevor es überhaupt irgendwie mal zugelassen ist. Und das ist halt da falsch gemacht. Genau. Auf jeden Fall die Anekdote.
Unser Händler war dann da, hat sich die Papiere geschnappt, ist dann dahin gefahren, hat fast 2 Stunden da gebraucht, um das mit Malibu zu klären und auch dann mit dem Amt. Er hat auch bei Malibu angerufen, weil das Amt gesagt hat, nö, wir machen hier gar keine Änderung, weil es ist ein AF und kein SA. Hm. Ja, also das ging ein Hin und Her. Am Schluss haben sie es dann wohl irgendwie hingekriegt. Das Einzige, und da hat dann wirklich auch mal das Amt einen Fehler gemacht, also die Zulassungsstelle ist dann auch nicht frei von Fehlern. Genau, denn unser Händler kam zu uns zurück, hat uns die Papiere übergeben. Ja, und bei dem Wichtigen... Und da musste er nochmal hin. Genau, weil nämlich, wir zeigen mal das hier in diesem durchgestrichenen, ne, da ist ja so ein Siegel und eine Unterschrift. Beides hat gefehlt. Das heißt, der Brief ist nicht gültig. Genau. Das ist so wichtig, dass der Sieger und die Unterschrift. Es war nicht, ich habe, also da muss ich dann Gott sei Dank an meinen Schwiegerpapa, weil der hat mit dem, mit unserem Händler gesprochen noch, weil haben halt ein bisschen Smalltalk gemacht und ich habe in der Zeit mir die Unterlagen angeschaut und dann habe ich gesagt. Und so also, war er noch nicht gleich wieder weg und wir konnten ihn nochmal losschicken. Und wir haben ihn dann leider nochmal losgeschickt. Genau. Also ich habe ihm gesagt, Checkliste anscheinend, also du brauchst jetzt wirklich, wenn du selbst einen Wagen zulässt, eine Checkliste, weil du dass so viele Fehler gemacht hast, ist unfassbar. Ich würde behaupten, unserem Händler passiert das so schnell nicht wieder, weil das war, glaube ich, Lehrgeld, was man da gezahlt hat. Ja, das ist ja auch also echt Anstrengungen und so weiter und genau. Das ist halt auch total doof. Aber also, gut, ist so. Für euch Händler... Achtet bitte auf, wenn ihr die Unterlagen bekommt, was steht da schon drinne? Hat das der Hersteller richtig gemacht? Und ihr, liebe Käufer, achtet bitte einfach darauf, wenn ihr die Unterlagen bekommt, ist das richtig? Ja, nein. Wenn ihr selber zulasst, achtet bitte darauf. A des Aufbaus muss SA sein, dann ist es ein Wohnmobil, sonst bezahlt ihr richtig schön Steuern. Ich glaube, das soll es jetzt gewesen sein in diesem Video. Genau. Wenn es euch das Video gefallen hat, dann gerne ein Like geben. Kommentiert gerne, ob ihr auch mal solche Fälle gehabt habt. Interessiert uns brennend. Und ich denke auch andere. Also das heißt, man kann mit Sicherheit da auch mal sehen, dass man echt nicht der Einzige ist, sondern dass es halt auch viele andere noch gibt. Also wir haben es bei Facebook-Gruppen gelesen. Also es sind einige andere auch. Und ich habe es auch in Foren gelesen. Deshalb konnte ich das ja mit der COC-Bescheinigung alles so ein bisschen nachvollziehen. So. Das soll es jetzt aber gewesen sein. Wir wünschen euch allzeit gute Fahrt, bleibt gesund, kommt gut in Urlaub. Ich glaube, langsam ist die Zeit, wo das passieren kann. Habt bitte nicht so ein shitty Wetter wie wir gerade, das wäre schade. Es war aber sonst schön. Und dann sehen wir uns schon bald wieder beim neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Ciao, ciao. Tschüss.